Kommen wir aber jetzt wirklich zu einem Mann, der wirklich weiß, wo es lang geht. Donald Trump. Ja, Sie haben es vielleicht mitbekommen, Trump erlässt Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Ja, und da ist die Empörung in Europa natürlich riesig. Dieser Trump, die Sau, denkt nur an Amerika. Was ist das? Das ist die Strafzollliste der EU. Was? Strafzölle bei der EU? Das kann doch gar nicht sein. Ja, stimmt. Ja. Ja, du hast es erfunden. Nee, die Liste heißt nur anders. Die heißt nicht Strafzollliste, sondern Anti-Dumping-Liste. Ja, dann ist es auch was anderes. Ja, und spannend, ne? Die Europäische Kommission erhebt auf Edelstahlrohre aus China Einfuhrgebühren zwischen 48% und 71%. Dieser Trump, die Sau. Ja. Ja, der liegt da mit 10% und 25% noch weit drunter. Ja, aber die, aber die EU hat doch bestimmt gute Gründe. Die hat sehr gute Gründe, ne? Weil chinesische Produkte kommen ja zu Dumpingpreisen auf den Markt, weil Dumpingpreise. Ja. Ich war lange in den Staaten. Hey, tut mir leid. Diese chinesischen Produkte kommen zu Dumpingpreisen auf den Markt, weil China den Unternehmen staatlich subventionierte Energiepreise bietet. Also ich sag dazu nur Trump, die Sau, ja, oder? Aber sind nicht zum Beispiel auch in Deutschland die Stahlhersteller und andere in energieintensive Betriebe von der EEG-Umlage befreit? Ja, und kriegen staatlich subventionierten Strom? Doch. Ach. Ja. Trump, die Sau. Ja. Und die EU geht ja noch weiter. Was? Vor nicht mal 4 Jahren hat sich beispielsweise Kenia geweigert, seine Schutzzölle auf Dumpingprodukte wie Billigfleisch aus der EU abzubauen. Der Kenianer, fast so stur wie Trump. Ja, und die EU hat daraufhin Strafzölle auf kenianische Importe wie Tee, Kaffee und Schnittblumen eingeführt. Ja gut, da machen die Kenianer mit ihren Billigprodukten aber auch den europäischen Markt kaputt. Ja. Ja, viele finnische Kaffeebauern und holländische Teepflücker stehen vor dem Ruin. Ja, das stimmt. Das muss man sagen. Das stimmt. Das ist Und darum, wir müssen uns bei dieser ganzen Geschichte vor allem eins merken. Ja, Trump ist eine Sau. Genau. Ja. Ja. Und welch harte Konsequenzen allerdings so ein Handelskrieg haben kann, hat unser Mansieber-Wahrsager-Team in intensiven Seancen herausgefunden. Hier die Mansieber-Ereignis-Vorschau für die nächsten Wochen. 22. März, Donald Trumps angedrohte Einfuhrzölle treten in Kraft. 23. März, knallhart antwortet die EU auf Trumps Vorgehen mit einem Strafzoll auf Erdnussbutter. Die Proteste der Erdnussbutterfans lassen nicht lange auf sich warten. Vor dem Berliner Reichstag protestieren die beiden lautstark. Ja. Begleitet von 1500 Eichhörnchen aus ganz Deutschland. Zitat Steffen Seibert, da muss irgendwo ein Nest sein. 24. März, weil die Proteste ungehört verhallen, erhebt die EU nun hohe Zölle auf Whisky- und Harley-Davidson-Motorräder. Die Bandidos machen sich auf den Weg nach Washington. Stinksauer, stocknüchtern und natürlich auf Vespas. Ja. 25. März, Überraschung in Washington. Die Bandidos und Trump verstehen sich prächtig. Er besetzt große Teile seines Kabinetts mit den Rockern und einigen mitgereisten Eichhörnchen. 26. März, aufgrund des Erdnussbuttermangels werden in Deutschland die Eichhörnchen knapp. Es kommt vermehrt zu Hamsterkäufen. März, Trump erhöht den Metallstrafzoll auf 30%. Slowenien fordert postwendend eine nachträgliche Ausfuhrsteuer auf Melania Trump. Trump lehnt dies ab mit dem Hinweis, entscheidende Teile von Melania seien in den USA nachgerüstet worden. 30. März. Der US-Bundesstaat Tennessee verlegt seine Whiskyproduktion nach Kreta und verkauft sein Produkt künftig unter dem Namen Chakos Daniopoulos. 4. April. 3 Abgeordnete der AfD reisen privat in die USA, um sich ein unabhängiges Bild von der Lage zu machen. Sie äußern sich in der Lügenpresse schockiert. Das Land sei, Zitat, von Negern überrannt. Am 9. April merken die AfDler, es war ein Versehen, sie sind in Kenia. 1. Mai. Die Amerikaner werden vom Oktoberfest ausgeschlossen. Trump droht mit der Bombardierung der bayerischen Hauptstadt Wien. 10. Juni. Ein letzter Schlichtungsversuch. Um 18.40 Uhr landet Matthias Rust mit seiner Cessna auf dem Rasen des Weißen Hauses. Er wird zwar nicht verhaftet, muss aber $10.000 Zoll auf die eingeführten Stahlzeile zahlen. 17. Juni. Dann halten Sie noch. 17. Juni. Entzürnt sagt Juncker in einem Fernsehinterview, jetzt ist die EU am Drücker. Trump versteht nur Drücker und aktiviert den Atomknopf. Die Menschheit endet am 15. Juli um 0.13 Uhr. Die nun regierenden Atomeichhörner heben Trumps Strafzölle auf. Ab sofort herrscht Friede, Freude, Erdnusskuchen. Ist denn sonst noch was passiert? Ja, Christoph. Was? Nichts.